Gregor Siebeck, Sie sind bereits 20.000 Kilometer weit gewandert, beinahe schon um die ganze Welt. Wie ist das denn? Das Wandern. Wie viel Zeit habe ich? Nein. Es ist andererseits eine wunderbare Gelegenheit, um die Welt kennenzulernen, um andere Länder, andere Kulturen, Menschen kennenzulernen und andererseits, um sich selbst kennenzulernen. Weil wenn du da tagelang allein, so wie ich unterwegs war auf der Inkerstraße, auf über 4000 Meter, da schaust du praktisch in den Spiegel und siehst alles Mögliche von einem selber. Die guten Seiten, die nicht so guten Seiten und auch einmal das Spannende ist die Stille. Also wir leben ja in einer Zeit, wo es kaum mehr Stille gibt. Es ist ständig irgendwie was los und einfach tagelang in der Stille unterwegs zu sein, ist eine sehr spannende Übung. Leben Sie auch ab und zu in dieser Zeit, wo es kaum mehr still ist, oder sind Sie ständig unterwegs? Ich bin im Augenblick in einer Zeit, die kaum mehr still ist, ja. Ich mache sehr viele Vorträge in Österreich und ziehe von einem Ort zum anderen, im Augenblick nicht zu Fuß, sondern mit der Eisenbahn. Ich bin jetzt Vortragsreisender. Ich habe ein Buch geschrieben über meine Wanderungen, das stelle ich jetzt da davor. Was ist Ihre Message? Mahatma Gandhi hat einmal geschrieben, my life is my message, mein Leben ist meine Botschaft. Der Gandhi ist eine ganz große, inspirierende Persönlichkeit für mich. Er hat einmal gesagt, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Und das versuche ich umzusetzen. Das zu tun, für was ich stehe, authentisch zu leben, im Einklang mit der Erde zu leben. In diesem Sinne, alles ist miteinander verbunden. Wenn alles miteinander verbunden ist, hat das eine Auswirkung, wie ich handle. Wie viele Jahre wandern Sie schon? 2003 bin ich durchs Ländle gegangen, das erste Mal. Von Bodischl los, auf nach Santiago, über den Arlberg drüber. Und da hat es angefangen, am 30. Juni 2003. Und wie viele Paar Schuhe haben Sie schon gebraucht? Das ist jetzt das fünfte Paar, was ich anhabe. Also ganz gut. Gute Schuhe? Es sind österreichische Schuhe und das Tolle ist, du kannst es reparieren lassen. Ich habe immer so eine Reservesohlen mitgehabt. Nach 2.500 Kilometer habe ich eine neue Sohlen aufgegeben und 4.000 Kilometer oder ein paar gehalten. Wie viel Geld braucht man, um die Welt zu erwandern? Ich bin ein Mensch, der sich mit 5-Sterne-Hotels nicht zufrieden gibt. Ich habe gern das Millionen-Sterne-Hotel und das hat nebenbei den Vorteil, dass es viel billiger ist als die 5 Sterne. Und so schlafe ich im Zelt. Ich habe meinen Spirituskocher mit, auf dem ich meine Köstlichkeiten koche. Und so ist das Unterwegssein sehr günstig. So war ich 3 Jahre unterwegs und habe ca. 15.000 Euro gebraucht für die 3 Jahre alles zusammen. Ich sage immer, ich komme deswegen so weit in der Welt herum, weil ich nie einen Führerschein gemacht habe und kein Auto habe. Und das Geld, was andere Menschen ins Auto investieren, investiere ins Gehen. Arbeiten Sie auch? Im Augenblick mache ich Vorträge. Ich weiß nicht, ob das meine Arbeit ist. Es verschwimmt irgendwie zwischen Arbeit und Spiel. Es macht mir so viel Freude. Ich lebe einfach. Sind Sie auf Ihrer Reise viel alleine? Auf der ersten Wanderung bin ich allein losgegangen. Ich hätte gern die Tour mit einer Freundin oder einem Freund gemacht, aber nachdem die nicht da waren, habe ich mir gedacht, wenn ich auf diesen magischen Augenblick warte, warte ich vielleicht mein ganzes Leben, gehst allein los. Und am Jakobsweg war ich unterwegs und spätestens ab Frankreich triffst du viele andere Pilger, bist nie allein, wenn du das nicht sein willst. Und so mit einer Wanderung, ich war mit einem großen Rucksack unterwegs und das Spannende beim Zufußgehen ist, dass der direkte Kontakt zu den Menschen. Das heißt, wenn du durch ein Dorf gehst, mit einem großen Rucksack schreit wer, wo gehst du denn hin? Und dann habe ich gesagt, ja nach Japan. Und der sagt, wow, nach Japan. Also in Japan dann nicht mehr so war, aber zumindest vor Japan. Und da entsteht dann oft ein spannendes Gespräch. Die Leute gefällt das, möchten mehr wissen, laden mich oft ein zum Essen oder zum Übernachten bei anderen und so wechselt es ganz gut ab, das Alleinsein oben auf der Inkerstraße und die Begegnungen. Und wo wandern Sie als nächstes hin? Ich habe gelernt, im Jetzt zu leben und ich habe Wirtschaft studiert und Umweltwissenschaften, war immer ein total planungsorientierter Mensch und in den vergangenen Monaten ist mir immer klarer geworden, ich möchte mich auf den Augenblick konzentrieren. Und im Augenblick mache ich Vorträge, was nachher kommt, steht in den Sternen und ich freue mich, was kommen wird. Es sind ein paar Träume, aber ich habe gelernt, über die Träume nicht mehr so viel zu reden, sondern das einfach zu tun. Nun ist das alte Kino in Rankweil ausverkauft. Wie erklären Sie sich das große Interesse? Ich weiß nicht. Ich glaube, viele Menschen haben Sehnsucht. Und
so wie das Leben jetzt für viele läuft, ist eine gewisse vielleicht Unzufriedenheit mit dem Status quo. Die Arbeitsbedingungen werden immer mehr zu einer Sklaverei. Wir haben zwar alle Produkte, die wir uns leisten können, aber wir haben alles und trotzdem vielleicht nichts. Und die Menschen suchen. Und vielleicht kann ich zu den Suchenden noch ein paar Fragen aufwerfen. Und vielleicht geht der eine oder andere mit einem Traum heim. Ist so ein Leben, was Sie führen, auch für einen Normalsterblichen sozusagen vorstellbar oder auch durchführbar? Ja, ich bin auch normalsterblich. Also, ja.